Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Cube von ihrem 93 Chovo. Im letzten Teil von diesem Let's Play haben wir ein neues Rätselement bekommen. Wir müssen Lichtstrahlen richtig brechen, also jetzt nicht irgendwie nicht rausbrechen, sondern einfach nur brechen, damit die hier richtig, gestrahlt werden. Genau, schau dir mal deine Hände an. Schön, musst mal wieder sauber machen, wenn du vom Klo warst. Gut. Okay, wie habe ich das jetzt nochmal gemacht? Das habe ich gar nicht gesehen, dass hier eine Lücke ist. Ja, ist jetzt aber gut zu wissen. Okay, den Block brauchen wir da drüben. Da muss nämlich der Lichtstrahl durch, um dann das Tor zu öffnen. Das weitere Tor. Nee. Ach so, mache ich das, alles klar. Gut, jetzt geht das hier an. Kaplin, Kaplung, Kaplang. Und ich glaube, wie das funktioniert, weiß ich. Ich meine es zumindest. Jetzt sollte es den Block aufhalten. Ja. Und ungefähr dort muss ich ihn dann, muss ich den Block hier dann drüber schieben. Nein. Daneben. Okay, alles neu zurück hier. Ich muss irgendwie den Block da drauf bekommen. Nur fragt sich, wie? Meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn du einen Block verschieben willst, dann stell dich nicht so blöd an. Stell dich nicht so blöd an, ist leichter gesagt als getan. Weil ich habe probiert. Es könnte klappen. Ja, ich muss ihn irgendwie hochbekommen. Aber wie das? Wie soll das möglich sein? Nein. Zurück, zurück, zurück. Dann trifft es den nicht. Wie soll ich ihn da hochbekommen? Wie? Moment. Nein, so. Nein, das geht ja nicht, weil so würde ich ihn zerquetschen. Wie soll ich ihn da drauf bekommen? Oder kann ich ihn noch weiter schieben? Nee, weiter geht's nicht. So, verstehe. Jetzt verstehe ich. Jawoll, so habe ich mir das vorgestellt. Hoho, hihi. Achtung, 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 Achtung. Draufgeschoben. Jawoll, ja, das erfreut mich. Warten, 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 warten. Runtergeschoben. Nein, Bildschirm nicht flackern, bitte nicht. Ja, das war ganz knapp hier. Okay, jetzt warten. Jetzt warte ich auf meine Chance. Ah, das ist wieder... Okay, oh, gut, dass du ihn zu euch gerückt hast. Dankeschön. Los. Na also. Einfach mal den Grips anstrengen und dann klappt das. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Moment. Ach, muss ich jetzt zurück, oder was? Muss ich... Ah. Hä? War das hier schon offen? Ah ja, von hier bin ich reingekommen. Jetzt weiß ich es wieder. Mein Gedächtnis ist wieder aufgefrischt. Ah, speichert, also bin ich hier richtig. Oh, wir können wieder springen und... Geronimo! Wow, 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 wow. Heidewitzka. Und noch einmal, bitteschön, weil es so lustig war. Wow. Also Design, ja, was ist das denn jetzt? Okay, das sieht jetzt für meinen Geschmack ziemlich kompliziert aus. Mal sehen, was haben wir denn alles? Wir haben Magnetflächen, wir haben Schiebel, wir haben die roten Schiebelsteine, wir haben Lichtbrechungssteine, wir haben Lichtstrahlen. Okay, das... Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Äh,
Ach so, verstehe. Ich muss also die großen Blöcke hier hin und die kleinen Blöcke dahin. Na, das kann ja ein Spaß werden. Na, zum Glück kann ich mal wieder resetten. Einfach nicht irgendwie auflösen, sondern da. Futsch, futsch, da ist er wieder. Na. Gut. Wie mache ich das jetzt? Moment. Das kriege ich doch hin. Stopp. Nach oben mit euch. Stopp. Ja. Jetzt nach rechts mit euch. Halt an. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Also wenn ich das jetzt hinkriege, dann schubst du, dann klatsche ich mir selber auf die Schulter. Gut, das haben wir schon mal einen. Hihi. Das könnte es echt sein. Und jetzt sind sie in einer Reihe. Moment, warte mal. So mache ich mal. Jetzt dreh dich. Dreh dich richtig verdammt noch eins. Wenn's das echt ist, dann beiße ich mir meinen eigenen Schuh. Wo ist der kleine Block? Nein. Das ist es doch nicht ganz. Ja. Na toll, aber gar nicht mal so schlecht. Der hier müsste nur, der hätte auch nach vorne gemusst. Alles klar. Fröhliches Würfelschieben, meine Damen und Herren. Na, was haben Sie denn so für Ihren Nachmittag sich überlegt? Haben Sie sich sowas gedacht? Sowas möchte ich doch mal bestaunen, begatten. Friede, Freude, Eierkuchen hier, Schlecki Specki. Ja, natürlich, ja, hier sind Sie bei der richtigen Adresse. Schiebe ich die erstmal dahin. Einfach so aus Prinzip. Und stopp. Aber wie schaffe ich es, dass bei dem rechten, dass der Würfel wechselt? Stopp. So ist gut. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ich glaube, jetzt habe ich es versammelt, oder? Welcher ist das dann? Der ist okay, bloß an. Die hier müssten genauso stehen wie hier, damit das Licht richtig gebrochen wird. Weil der kleine Würfel wird ja natürlich weiter gezogen als der große. Ja, da muss ich den irgendwie anders bewegen. Moment, kann ich das irgendwie noch hinkriegen? Ich habe ja gerade gesagt, der. Das sieht gar nicht mal verkehrt aus. Nein, ich hab's versammelt. Die Blöcke, die stehen gut da, die beiden hier. Aber die beiden hier, die müssen Plätze tauschen. Der Kleine muss nach vorne und der Große muss nach hinten. Aber wie stelle ich das an? Ohne die anderen irgendwie zu ver. Wie stelle ich das an, ohne die anderen beiden zu verändern? Dafür brauche ich diese roten Blöcke. Das ist schon mal mir ganz sicher.
Das sieht gut aus. Das sieht passabel aus. Ja. Das sieht schlecht aus. Ich muss die irgendwie voneinander trennen. Irgendwie. So viel Gehirnschmalz habe ich nicht. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Okay, gut. Das sieht gut aus. Alter, ich bin hier total hier fixiert. Alles klar, gut. Die ist zurück. Dann kommt der aber nicht davon nach vorne. Der könnte abgefangen werden. Wird auch. Ich hab's verbockt. Es muss doch möglich sein. Es muss möglich sein. Vielleicht, wenn ich sie einfach zusammenschiebe. Es muss ja nicht diese Kombination sein von denen. Ich schieb sie einfach mal zusammen an die Wand. Große, glückliche Würfelfamilie. Und dann sehe ich mal, was ich machen lässt. Genau. Ja. Eine Einheit. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ah, sowas sollte ich vielleicht zukünftig mit Facecam machen, damit ihr hier zumindest meinen interessanten Gesichtsausdruck sehen könnt. Vielleicht schaffe ich es ja doch irgendwie. Ich habe es ja schon mal geschafft, bei Darksiders es irgendwie auszutricksen. Alter, jetzt ist der Block ja falsch. Jetzt ist der Block falsch. Meine Damen und Herren, hier beende ich den Part und dann probiere ich erstmal ein bisschen rum und dann schaue ich mal, ob ich es im nächsten Part schaffe, weil ich möchte eigentlich nicht wirklich gerne Walkthrough schauen. Bei meinem Let's Play von Eve habe ich mal an einer Stelle mir was angeschaut. Kann ich da hoch? Nein. Aber auch nur, da war es aber auch nur ein Tipp. Hier möchte ich das wirklich mit meinem geeinigten Gehirn hinkriegen. Irgendwie wird das zu machen sein und ich werde eine Lösung finden. Wenn Ihnen trotzdem dieser Part gefallen hat, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Falls Sie Verbesserungsvorschläge haben, dann bitte in die Kommentare schreiben.
teilen Sie dieses Video auch mit Ihren Freunden, damit meine Zuschauerschaft steigt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Let's Play Cube oder bei meinem nächsten Video, je nachdem, was Sie sich als nächstes anschauen. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin Ihr 93 Chovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye. Ja, du willst den Knopf. Nein, du darfst ihn nicht drücken. Du darfst ihn nicht drücken. Oh. Tschüss.